guck mal, der Himmel da draußen. Ist der nicht schön? Die Berge, die Wolken. Der kleine Furz hier. Wir stürzen ab, was für eine Überraschung. Uah! Erstmal am nächsten Morgen aufwachen. Na, klasse. Schon wieder abgestürzt. Das heißt vermutlich, der Spielstand ist hin. Na gut. Aber trotzdem erstmal herzlich willkommen hier bei Let's Play The Forest. Ich drück mal Start auf den Timer. Dann geht's auch direkt los. So, erstmal natürlich wie immer alles mitnehmen. So, hier haben wir alles. Hier hinten kommt auch noch alles mit. Ach, guck mal, der blöde PDA ist auch wieder da. So, ja, wir spielen jetzt mit Update 008B. Stand da. ja. Geil. So, der Taster Nün, herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder abgestürzt. Aber wenigstens hatten wir diesmal eine schöne Aussicht. Wo sind wir denn hier eigentlich abgestürzt? Tja, ich weiß es nicht. Blöd. So, es wurden natürlich einige Verbesserungen gemacht. Ich habe sie mir auch alle so halbwegs durchgelesen. Was mich gerade stört, ist, dass hier keine Koffer sind. Doch, da vorne sind welche. Na, zum Glück. Halt! Bombendinger. Für bombastische Werke. Haha. Ah. So. Ja, diese Woche... da war irgendwie so, diese Woche hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mal wieder Fable aufzunehmen. Das Blöde war dann nur irgendwie so, dann saß ich da so und dann Fable, jetzt Fable aufnehmen. Oh ja, nö, muss nicht. Kann man machen, muss nicht. Ist so wie Metro Last Light. Ich will mich zu nichts zwingen, weil mir sonst der Spaß an der ganzen Sache vergeht. Ja. Kann ich das Ding jetzt öffnen? Hey, geht doch. So. Aber ihr müsst es grundsätzlich so sehen, alles was ich nicht alles was plötzlich nicht mehr kommt, ist theoretisch nur pausiert. Das heißt, es wird vermutlich irgendwann wieder kommen. Und wenn ich sage, vermutlich irgendwann wiederkommen, dann meine ich so überhaupt nicht wieder. Das ist so wie, was, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, ach so, ja, ich mache sie bestimmt irgendwann mal nach. Dann macht man sie auch nie nach. Nein, also es kann passieren, dass das Let's Play plötzlich weitergeht. Kann aber auch passieren, dass es ja, halt auch nicht ist. So. Gut. So, wir müssen uns jetzt erstmal wieder alles Mögliche zusammenkleistern. Ach ja, und angeblich ist der Bug behoben. Also, die Entwickler hoffen, dass der Bug behoben ist, dass man, wenn man tote oder so halbtote Körper auseinander nimmt, also so fliegen, so, ne, einmal draufhaut und dann sind sie weg, dass man dann nicht mehr in die Luft fliegt. Tja. Hat uns ja schon mehr als einmal das Leben gekostet. So. Ach, guck mal, wo wir sind. Hier waren wir doch schon. Wie geil. Da unten hatten wir sogar schon ein Lager aufgebaut, so ein kleines. Ich glaube, da gehe ich wieder hin. Ich glaube, ich gehe hier einfach durch diesen Felsen durch. Am Ende kann ich das noch. So, wo geht's denn hier runter? Hier vorne ging es irgendwo runter. Für alle, die es nicht wissen, hier waren wir in Folge 8. Für alle, die es doch wissen, es gibt keine Folge 8.
Also es gibt sie zwar schon, aber die bleibt geheim. Aus Gründen. So. Unsere Flugzeugakt sieht übrigens anders aus. Da wurde die Textur geändert. Wie man sieht, der Griff ist jetzt ein bisschen rauer. Da unten hat er so einen grauen Griff und hier das... Die Schneide ist auch ein bisschen anders. Ich meine, die moderne Axt, von denen wir zwei Stück hatten, wo hat auch eine Überarbeitung bekommen. Es hat irgendwie alles eine Überarbeitung bekommen. Ach ja, und wenn man das hier, das Inventar wieder schließt, dann wird's geschlossen. So, wir kriegen hier übrigens auch Seeds und Zeugs. Also ein paar neue Dinge sind jetzt dabei, aber ich wollte das hier eigentlich gar nicht öffnen. Sondern ich wollte mir jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, ein Shelter zu oder ein Feuerz. Gute Frage, mache ich jetzt erstmal ein Shelterz oder ein Feuerz? Ich glaube, ich mache mir erstmal hier so ein Feuerz hin. Ja, komm mal. Nein. Das hier. So, angeblich kann man jetzt auch nicht mehr in Dinge reinbauen. Ah ja, okay, sie werden rot. So. Natürlich fehlen da wieder drei Steine. Was ist das denn hier? Na gut, lassen wir erstmal wieder ein bisschen was springen. Oder auch nicht. So, aber wir haben ja zum Glück noch ein paar Steine auf dem... Ich hoffe, jetzt ploppen hier nicht mehr so random Sachen aus der Gegend drauf. Also aus der Gegend. Das ist nämlich ziemlich ärgerlich. Wenn dann so plötzlich ganz random da so ein neues Objekt vor dir steht. Mann. Schön, endlich mal wieder aufzunehmen. Eigentlich hätte ich gestern schon aufnehmen müssen. Also heute ist Sonntag, ne? Heute kommt diese Folge raus. Eigentlich hätte ich das schon gestern. Gut. Eigentlich hätte ich das schon gestern machen müssen, aber gestern hatte ich irgendwie diesen Modus so... Ja, weißt du, heute ist so ein Tag, ne? Da kannst du auch liegen bleiben. Da lag ich dann fast den ganzen Tag im Bett. Warum zur Hölle kann ich das denn nicht hinbauen? I don't like that. Baue ich es halt da hinten in die Nische. Baue ich es hier hin. Warum auch immer das abgesackt ist. So, uns fehlen noch zwei Steine, ein paar Stöcker. Und vor allen Dingen... Wie heißen die Dinger? Loks? Baumstämme. Genau, jetzt sind Baumstämme. Baumstämmchen. Ah. So. Ja, worüber könnten wir mal quatschen? Ich weiß es nicht. Sagen wir so, spontan würde mir ein Thema einfallen, wo gewisse Leute nicht so drüber glücklich wären, wenn ich sie erzählen würde. Also lassen wir das. Unsterblichkeit zum Beispiel, das wäre ein Thema. Es wäre eigentlich total geil, unsterblich zu sein. Aber es wäre auch total nicht geil. Also... Unsterblichkeit heißt für mich, die Zellen, die können, also die Körperzellen regenerieren, also Quatsch, was heißt hier regenerieren? Die können sich, hey übrigens, neue Soundeffekte gibt's auch. Die können sich erstens mehr als 50 Mal teilen und zweitens, wenn sie sich teilen, dann geben sie sich nicht in dem Zustand, in dem sie sind weiter, sondern in, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ich beanspruche euch nicht zu viel, sondern in dem Zustand, in dem sie waren als... Okay, also wenn sich Zellen teilen, dann geben sie ja quasi den aktuellen Zustand immer wieder. Also, sie teilen sich in dem Zustand, den sie sind. So, das heißt aber, sie sind quasi nicht mehr gesund in diesem gesunden Zustand. Also, wenn eine Zelle sich teilt, so dann wird die andere Zelle immer schwächer. So ganz, ganz langsam. Deswegen stirbt man auch irgendwann an Altersschwäche, weil die Zellen nicht mehr richtig mitmachen. So, die Körperzellen. Nicht, dass ihr euch jetzt... das klingt ja nach einer Karotte. Was zum Fick war das denn? Na, was soll's. Ja, so, Körperzellen, bla bla bla. Also, man stirbt halt nicht an Altersschwäche. Man kann zwar sterben durch einen Autounfall oder durch generell einen Unfall oder einen Schuss ins Herz oder ins Hirn oder so, aber halt nicht auf natürliche Art und Weise. Es wäre zwar total geil, weil man dann in 300 Jahren immer noch so einen auf Spock machen kann und sagen kann, ja, also vor 300 Jahren, da war die Jugend ja noch ganz anders.
Moment. So. Es wäre aber auch total scheiße, weil alle um dich herum dann weg wären, die du kennst. Du kannst zwar neue Bekanntschaften schließen und du kannst das machen und dies und das und da. Aber so diese, ich sag mal, mit denen du aufgewachsen bist, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Unsterblichkeit erst nach einem gewissen Zeitpunkt kommt, so mit 18 oder so, mit allen, die du aufgewachsen sind, bist, die sind irgendwann weg. Das wäre scheiße. Und wenn du dann auch noch wie nenne ich das denn mal, emotional angeknackster Mensch bist, dann ist das noch viel beschissener für dich. Na gut, okay, nach 300 Jahren eventuell nicht mehr so, aber verstehst du, ne? Vor allen Dingen, dann darfst du auch nicht so viel drüber nachdenken, was du denn da so noch in 300 Jahren machst, weil da gibt's irgendwann nicht mehr allzu viel, was du noch machen, sehen kannst. Wo kommen die denn plötzlich alle her? Ah ja, okay. Jetzt kann ich mal vielleicht einen brutzeln. So, und den hier kann ich dann wieder aufnehmen. Sehr schön, also ein bisschen Fressen für die nächsten Tage haben wir dann auch. Geil. So, brate schneller, boah. Ich habe in den letzten paar Tagen irgendwie nicht so richtig gegessen. Ich habe auch irgendwie total... Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Gott, die wollen mich verarschen. Ich habe auch irgendwie total falschen Biorhythmus eingestellt. Es war dann... Ich weiß gar nicht. Ey, es ist... So. Es war auf der Nacht von... Warte mal... zu Donnerstag. Also von Mittwoch auf Donnerstag habe ich einfach gar nicht geschlafen. Habe ich durchgemacht. Just because I can. So, Donnerstag auf Freitag war dann wieder normal. Freitag auf Samstag saß ich dann hier bis 16:30, so nach dem Motto, ich kann ja schon wieder durchmachen. Irgendwann habe ich mich 16:30 da doch ins Bett gelegt und bin eingepennt. Ja. Also irgendwie verknorkst. Und morgen darf ich wieder in eine sehr große Stadt in der Nähe fahren. Wieder 1,5 Stunden mit dem Zug hin, wieder 1,5 Stunden mit dem Zug zurück. Oh, das wird geil. So, habe ich hier oben noch Baumstämme gesehen? Nein. So. So, jetzt liegen hier nur 3 Baumstämme. Was ist das so, Vitali? Was ist das so? Ich glaube, wir haben auch neue Textur da unten, wo angezeigt wird, wie viel Hunger wir haben. Da ist jetzt so ein Hintergrund. So, ich brauche jetzt noch... Was zum Fick war das? Achso, meine Fußgeräusche. Meine Füße machen Geräusche. Ja, machen so. Das wäre eigentlich total ekelhaft. So. Sind irgendwelche Haie in der Nähe? Nein, gut. Was ich noch ansprechen wollte, die Videoqualität von diesen The Forest Let's Play, die wird vermutlich etwas runtergehen. Ich mache das jetzt wieder, wie ich es schon am Anfang gemacht habe, mit The Elder Scrolls Online. Ne, der Baumstamm ist weg, ne? Scheiße. Na gut. Wie ich es in The Elder Scrolls Online gemacht habe, und zwar in MP4. Genau, ich rendere jetzt in MP4, also The Forest rendere ich in MP4. Ja, was heißt das? Das heißt, die Videodateien werden eben mal um den Faktor 3 kleiner. Das heißt, ich rendere die ja normalerweise in MVV. Ich finde, das sieht irgendwie ganz schön aus. Die Dateien werden auch nicht zu groß. Allerdings ist es bei The Forest so, dass die halt irgendwie doch gigantisch werden. So, die ja, läuft. Ach, und der liegt nicht mehr am Strand. Na gut. Ach, und hier sind plötzlich 4. 5, weil da noch einer weggeflogen ist. Na gut, ja, also, oh, da liegt er ja. Na gut. Wo war ich? Ach ja, richtig.
Ja. Nee, jetzt habe ich es vergessen. Tja, na gut. Also, jetzt kommt es auf jeden Fall in MP4. Höchste Qualität, die ich natürlich machen kann, aber es ist MP4. Sehr schön. So, na gut, aber das soll es auch wieder gewesen sein für diese Aufnahme. Wie immer, nein, wenn es euch gefallen hat, dann ist gut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.